Nikolauszeit ist euch die Zeit, wo Nüsse, Mandarinen, Lebkuchen und so immer wieder gross aufkommen. Was hast du am liebsten? Süßigkeiten und Zuguss. Es war, also in der Stube zu hocken, bevor er kurz kam. Die Nervosität war wahrscheinlich recht hoch. Ja, man hat schon ein bisschen Angst als Junge, wenn man nicht gewusst hat, ob man Lampe bekommt mit dem Nikolaus. Nächsten Dezember hat er heute auch noch eine gewisse Bedeutung frei. Ja, einfach durch die Kinder. Ich habe zwei Mädchen und die freuen sich natürlich, wenn der Nikolaus kommt. Wie sieht der klassische Nikolausabend mit Eiweiss? Also bis jetzt ist immer der Nikolaus gekommen und jetzt dieses Jahr sind sie halt ein bisschen älter und jetzt haben wir das Gefühl, wir gehen ab an den Wald, gehen einen Spaziergang machen und so, jetzt so als Familie das erleben. Ist das sicher nicht mehr gleich wie früher. Früher war das ein Highlight gewesen, beziehungsweise hat man immer ein bisschen Angst gehabt, wenn der Schmutzli kommt. Es wird vielleicht wieder mehr ein Thema, wenn ich da an den Nachwuchs denke. Es ist zwar noch nicht so weit, aber ich hoffe es sehr. Und dann wird das sicher wieder aufgewühlt vom ganzen Geschehen. Ein Thema sicher noch beim Gottenkind, das ich habe. Aber sonst muss ich sagen, wahrscheinlich geht das ein bisschen in den Hintergrund, weil dieses Jahr werden wir einen Firmenausflug haben, von dem her. Ja. Wie sieht ein Nikolaus ab uns? Also wir haben, der Nikolaus kommt sie ist auch noch vorbei, mein Sohn ist 6 Jahre alt. Und dann haben wir Grosseltern beide eingeladen und die es dann miteinander so feiern. Also wir werden miteinander zusammen gemütlich zur Nacht essen, aber ein bisschen warm Wein, was dazugehört. Und dann warten, bis der Nikolaus kommt und dann noch gemütlich zusammen sein. Der 6. Dezember, bedeutet er einem noch etwas? Ja, ich sehe schon für die kleinen Kinder sicher schön und so. Weihnachts bin ich immer eigentlich gefreut auf das. Und, ja. Aber jetzt, ja, es geht. Was sind denn die Erinnerungen an früher, an ganz früher, wenn ihr euch noch seid klein gewesen, wenn der Nikolaus ist gekommen? Was sind da so für Erinnerungen noch präsent? Also ich weiss, dass ich immer Angst hatte. Obwohl ich nie viel zu befürchten hatte eigentlich. Aber das war schon noch so eindrücklich gewesen, aber nicht nur positiv. Also ich hatte eigentlich Respekt gehabt, aber Angst nicht. Und ich weiss schon, dass ich Mama vom Erzählen her, weil der Nikolaus sind früher noch die Zettel holen und dann bin ich auch an der Porta gsi und weiss, wenn er gegangen ist, habe ich auch für Mama gesagt, ja, das ist doch der gleiche Mann, der den Zettel ist geholt und das ist dann das Märchen oder so ist dann aufgelöst worden durch das und dann ist er dann auch nicht mehr gekommen. Ja. Früher, also ich habe vielleicht ein bisschen Angst gehabt, bevor der Nikolaus ist gekommen. Also ich hatte so ein murmeliges Gefühl. Ja, kommt immer darauf an, was für Schmutzlinge sind da gewesen und ja. Hat man schon ab und zu Respekt gehabt. Und am meisten Freude hat man natürlich immer gehabt, wenn es Geschenke nicht gegeben hat, oder? Auf jeden Fall. Es ist alle Jahre immer wieder so weit am 6. Dezember, wo der Nikolaus kommt. Wie gross ist die Vorfreude? Ja, schon gross. Einfach, ich weiss, dass der Nikolaus nicht echt ist. Aber ich sage es meinen Geschwistern und so nicht, dass die noch an ihnen glauben. Oh, das ist ja ganz eine gute Taktik. Was hat man denn für Erinnerungen? Früher an Nikolaus, hat man ein bisschen Angst gehabt? Ja. Obwohl das er ja eigentlich ein Lieber ist, oder? Weil ich war klein und noch nicht gewusst habe, dass es den Nikolaus nicht nachgeht, Angst gehabt, dass mir den Nikolaus mitnimmt. Dann würde ich dir die Grätze geben. Die Grätze? So ein bisschen. Das ist jetzt noch, also ich war spontan kommt mir jetzt gerade gar nichts zu sehen. Kein Politiker, kein Sportler. Also ein Freisinger am Ende. Würde dir jemand spezifisch die Grätze geben, jetzt gerade auf das Jahr zurückgeschaut? Politik interessiert mich fast zu wenig, um da jetzt gerade einen zu fetzen. Bin ich froh, wenn die das machen, der Job, nicht ich. vom sportlichen her. Ich bin Mentaltrainerin, von dem her gebe ich es sicher ein paar, aber spontan kommt mir auch wieder gerade nichts zu sehen. Und von der anderen Seite, nein, kann ich nicht so wahr. Wir können die Frage euch umdrehen. Hat jemand speziell in diesem Jahr Mandarinen verdient? Ich glaube, es ist in meinem Mann, ja, definitiv. Ihr habt keine Rate gerade, von dem her macht ihr mich eigentlich um alles, überall glücklich. Dann würde ich meine ganzen Mandarinen geben, ja. Wie ist früher so der typische Nikolausabend über die Bühne gegangen? Also Spi war eigentlich nur in der Familie, also sind die Eltern und der Brüder und ich. Und wir haben mit der Tante zusammen, mit der Familie, dass wir zwei Familien zusammen gefeiert haben. Da ist auch der Nikolaus vorbeikommen und auch mit einem gemütlichen Nachtessen nachher ausklingen lassen.